Montag, der 14. April. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Festival TV Achtung Berlin. Wir stellen euch heute einen Dokumentarfilm vor namens Welcome Goodbye. Regie ist von Nana Repan, die damit nach Berlin Hasenheide ihren zweiten Film vorstellt. Zum Thema. In keiner anderen Metropole wird dem Thema Tourismus mit solcher Ablehnung begegnet wie in Berlin. Die Nachricht von der Bürgerversammlung Hilfe, die Touris kommen, vom Anfang 2011, die Schauplatz für offen touristenfeindliche Parolen war, als auch von Aufklebern mit dem Slogan Berlin hates you, machen Schlagzeilen in der Weltpresse. Ist die viel zitierte alternative Lebensanschauung Kreuzbergs, das zu 90% von Neo-Berlinern bewohnt wird, vielleicht nur eine mehr und Kreuzberg tatsächlich durchdrängt von Fremdenhass? Oder zerstören stetig zunehmende Zuwanderungen die viel gepriesenen Berliner Freiräume? Und sind gar die Touristen schuld an der Gentrifizierung? All diesen Ängsten zum Trotz will der Senat dringend mehr Touristen, denn die bringen die Kassen zum Klingeln. Welcome Goodbye schenkt allen Parteien Gehör und deckt Widersprüche auf und verdeutlicht gleichzeitig, wir Berliner sind wie Exponate in einem Museum, ob wir es wollen oder nicht. Und da freue ich mich, die Regisseurin begrüßen zu können, Nana Repan, und Produzenten Alfred Exner. Hallo. Was war denn für euch die Motivation, euch diesem Thema zu widmen? Und wie früh kam eure Kooperation zustande? Wir haben ja bereits auch den Film Berlin Hasenheide zusammen gedreht. Mhm. Insofern kennen wir uns schon lange und gut. Und Alfred ist auch maßgeblich mit am Konzept beteiligt gewesen. Also wir haben das wirklich zusammen entwickelt. Zusammen entwickelt, okay. Und auch zusammen produziert. Ja, ja. Und was waren eure jeweiligen Motivationen dafür? Also für mich war interessant, als ich nach Berlin gekommen bin zum ersten Mal. Ich bin Österreicher. War hier nie als Tourist, muss ich auch gleich dazu sagen, sondern bin wirklich hierher gezogen. Und das beim Jahr 2003, da habe ich auf der Straße Leute das Wort Tourist oder Touri eigentlich eher so aussprechen gehört, mit so einem Unterton, wie zu der Zeit in Österreich das Wort Ausländer ausgesprochen wurde. Das waren die Haider-Jahre, Jörg Haider. Und ich dachte mir dann, okay, also das, was in Österreich so der Ausländer ist als Feindbild, scheint hier für manche Leute der Tourist zu sein. War so ein Aha-Erlebnis gleich. Okay, gleich selber abbekommen irgendwie. Und bei dir? Ja, also ich wohne im Schillerkiez, also unweit eben des Flugfeldes. Ja. Und das hat sich in den letzten 2-3 Jahren unglaublich geändert. Also vorher hat es da überhaupt niemanden interessiert zu wohnen. Und klar, ganz viele Türken sind da auch. Ja. Und mittlerweile ist das unglaublich international und man hört diverse Sprachen auf der Straße. Und da das aber alles auch so Pflasterstein ist, hört man auch wirklich permanent Rollkoffer. So. Und also früher konnte ich mit offenen Fenstern schlafen, mittlerweile geht das nicht mehr. Das sind die EasyJet-Touristen. Genau. Und aber viele von denen, die dann kommen, finden es auch so toll, dass sie dann wirklich für ein paar Monate in Berlin bleiben wollen. Okay. Und mittlerweile, also es gerade mein Kiez, unglaublich vielsprachig geworden. Ja, ja. So. Also ihr geht ja auch in dem Film darauf ein, was Tourismus ist nicht gleich Tourismus und nicht jeder Tourist hat die gleichen Anliegen. Mhm. Am besten schauen wir uns gleich mal einen Ausschnitt an. Film ab, bitte. You are not a typical tourist because you are working and making music here and you are artist and but the situation in Berlin, together with tourists, is the last year, the last 3, 4, 5 years, it's very heavy. Why? Yes, because there are so much, and they look in every window, I think. Okay. No? We have been trying to avoid looking at windows. We don't like to be seen through our windows, through the windows of our own. So we avoid this, and I suggest curtains. Curtains are very useful for this matter, and I suggest all German people to buy curtains and stop worrying about that kind of things.
Also der Film hat auch sehr viel Komisches, wie man sieht. Und es geht auch immer darum, ja, ist der Tourist, ist er jetzt Konsumsklave, wie wir gehört haben, oder ist er vielleicht nicht sogar ein Weltenwanderer? Also das hat ja auch was mit innerem Wachstum zu tun. Und ich finde das gerade so spannend, weil wir vor 2 Tagen ein Filmteam hier hatten mit einem Film namens Spirit Berlin, wo es darum ging, dass Berlin das neue spirituelle Zentrum Europas ist. Und das ist so im krassen Kontrast zu der Vehemenz der Ablehnung. Ja. Wie erklärt ihr euch die Vehemenz und teilweise auch Schamlosigkeit, wie der Hass auf Touristen hier ausgedrückt wird? Das sind Existenzängste vieler Menschen hier. Das sind Leute, die wirklich, die einfach nur sehen, dass ihr alltägliches Leben bedroht wird. Dass, weil immer mehr Bars und Restaurants öffnen, schließen die kleinen Läden. Dadurch, dass es immer mehr Ferienwohnungen überall gibt, viele illegal, wird wichtiger Wohnraum weggenommen, den auch die Leute einfach in den Kiezen selbst bräuchten. Dadurch, dass immer mehr kommen und dass die Mieten immer mehr steigen, genau. Das wäre schön, wenn die Renten auch noch steigen. Renten, ja, dann hätten wir das Problem gelöst, ja. Dass die steigen, wird es also wirklich langsam einfach auch zu einer Bedrohung für viele. Die haben Angst, dass sie mittlerweile, also sie können gar nicht mehr umziehen. Sie sind froh, wenn sie eine Wohnung mit altem Mietvertrag haben, weil sonst müssten sie außerhalb des S-Bahn-Rings demnächst suchen, in Marzahn oder so, ja. Und ja. Deshalb, also quasi durch diese persönliche existenzielle Bedrohung kommt dann so ein Feindbild auf. Genau. Willst du noch was zu sagen? Das sehe ich eigentlich. Es gibt aber auch solche, und das kommt auch im Film raus, für die das vielleicht so ein bisschen eine Art Sport auch ist. Schon die Eltern haben damals in den 80ern gerne den Stinkefinger gezeigt und so ein kleiner Stadtsport? Nee, würde ich nicht sagen. Okay, aber was ja dann auch klar wird, ist, es ist ja nicht, das muss ja auch von oben, von Senatsseite in den Griff genommen werden. Der Senat kommt allerdings nicht in eurem Film vor. Wie kommt es dazu? Habt ihr den nicht eingeladen? Natürlich haben wir es versucht. Es gibt ja extra einen Senator, der auch zuständig ist für Tourismus. Das war früher mal der Herr Wolf, dann war es eine Dame von der CDU, glaube ich, nach der Wahl, dann noch eine andere jetzt. Wir haben bei jeder dieser Personen versucht, einen Termin zu bekommen für ein Interview, aber war leider nicht zu machen. Ich weiß nicht, warum. Also, auch keine Erklärung dafür. Nee. Schade, das hätten wir gerne gewusst, Aber ihr habt eine große Vielzahl an Leuten vor die Kamera gebracht, die wirklich ganz unterschiedliche Standpunkte zeigen. Wen habt ihr denn da? Stellt es uns mal vor. Wen haben wir alles? Also wir haben den Harald Martenstein, der Kolumnist ist, der auch viel sicher in seinen Kolumnen mit dem Kiezen, mit der Lage in Berlin befasst. Wir haben Bason Brock, einen Philosoph, der in Kreuzberg am Oranienplatz in der Denkerei unter anderem auch zu finden ist. Der aber, glaube ich, nicht in Berlin wohnt eigentlich. Ja. Dann haben wir eine Urkreuzbergerin, die dann im Görlitzer Park uns ein Interview gegeben hat und die nicht allzu gut immer auf Touristen zu sprechen ist. Genau, das war die mit dem Stinkefinger. Die mit dem Stinkefinger. Und ihr habt aber auch jemanden von Visit Berlin, also dem Touristen, den Geschäftsführer. Genau. Und auch einen, wie nennt sich das, einen Metropolenforscher, fand ich ganz interessant, der auch jetzt, wo der Senat nicht zu sprechen ist, auch darauf zu sprechen kommt, wie es überhaupt zu dieser geballten Problematik kommen konnte. Genau. Ohne dem Film allzu viel vorwegzunehmen, denn ihr sollt ja ins Kino gehen, erzählt uns mal ein bisschen was darüber, was der Metropolenforscher macht. Ja, uns hat einfach interessiert, das auch in den Kontext zu stellen. Also klar, wir drehen in Berlin und das ist für uns dann beispielhaft, aber wir wollten natürlich auch wissen, wie sieht es in anderen Metropolen aus? Haben die da die gleichen Probleme? Und da war es uns eben wichtig, einen Experten zu haben, der uns da den Horizont auch eröffnen kann und uns dazu was sagt. Okay, und was ja auch ganz schön ist, wir haben es in einem Ausschnitt gesehen, Mexico City, eine Stadt, die fast 9 Millionen hat. 24. Ich dachte, der Stadtkern, egal. Also sehr viel mehr Leute als in Berlin, genau. Und einfach mal Vorhänge zuziehen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Wäre es eine Möglichkeit für Berlin?
Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Also ich denke nur in dem Zusammenhang, in dem es da gemeint ist, wenn jemand ein Problem hat, der in einer Erdgeschosswohnung wohnt, dass ihm ständig Leute durchs Fenster gucken, dann klar, Vorhänge, aber das hat ja mit Touristen eigentlich nichts es zu tun. Es löst nicht das ganze Problem, genau. Nee. Wie habt ihr denn eure Gesprächsteilnehmer gefunden? Das war eine aufwendige Recherche mit allen Medien, also Internet, Facebook, durch Freunde, durch, also wirklich alle Recherchewege. Okay. Und gerade von Seiten der Berliner, den Anwohnern selber, kam da eine große Zustimmung, endlich mal jemand, der uns zu Wort kommen lässt, oder? Also es ist so, dass eigentlich, dass fast jeder was eine Meinung zu dem Thema hat und auch was zu sagen hat und das Gefühl hat, das ist ein wichtiges Thema, das auf jeden Fall. Es war sehr schwierig, Leute vor die Kamera zu bekommen, die offen sagen, dass sie gegen Touristen sind. Ohne Kamera haben die mir unglaubliche Sachen erzählt, aber wenn man sagt, sagst du mir das auch nochmal vor der Kamera, dann werden die sehr, sehr stumm. Das passiert natürlich, das ist nachvollziehbar, weil man ja nicht irgendwie als fremdenfeindlich gelten will. Ja. Da kommt man zu schnell in die Nähe. Es ist ja auch schwierig. Ich meine, Deutschland ist fast 70 Jahre nach Kriegsende immer noch sehr bemüht, reißt sich ein Bein aus, um nicht irgendwie fremdenfeindlich zu sein. Aber in Berlin sind die Umstände solcher, dass man sich auch einfach nicht komplett freuen kann, wenn jetzt die Touristenhorden kommen. Also das ist schon auch eine spezielle Situation, in der wir hier sind in Berlin. Wie lange habt ihr denn überhaupt dafür gedreht? Wie lange habt ihr auch recherchiert und vorbereitet? Naja, also das ging schon über 2 Jahre eigentlich. Also wir haben recherchiert und dann ein bisschen gedreht, dann wieder weiter recherchiert, weiter gedreht. Genau, dazwischen gab es noch ein Crowdfunding, über das ich jetzt gar nicht so viel erzählen will. Es hat funktioniert. Es gibt diesen Film jetzt. Genau. Aber innerhalb dieser 2 Jahre muss sich ja auch schon rasant viel entwickelt haben. Genau. Das ist dann auch bei so einem Thema echt ein Problem. Weil wo höre ich dann auf? Weil es geht ja immer weiter. Ja, das bleibt nicht stehen. Und im Prinzip würde dieser Film nie fertig werden. Irgendwann muss man dann sagen, so, jetzt, das ist jetzt, da höre ich jetzt auf. Und dann hoffe ich einfach mit diesem Film, dass die Diskussion dann da weitergeht und die aktuellen Dinge mit einbezieht. Das würde mich sehr freuen. Abschließende Frage, weil wir leider schon wieder ans Ende kommen müssen. Aber jetzt habt ihr diesen vielschichtigen Film gemacht, wo es darum geht, Tourismus ist ein ungelöstes Problem in Berlin. Gleichzeitig zeigt er auch die ganz schönen Ecken, die schönen Seiten an Berlin, warum Menschen hierher kommen und hier leben wollen. Ist ja eigentlich auch eine Leuchtreklame für Berlin geworden. Schießt ihr euch da nicht irgendwie oder der Sache nicht ins Bein? Wisst du was? Also zunächst mal, wir haben ja jetzt nicht was gegen Touristen, sondern wir machen einen Film über das Thema, weil wir gemerkt haben, es gibt Leute, die sind stark gegen den Tourismus und das ist schon ein interessantes Phänomen hier. Dann natürlich, also egal was man macht, es wird immer eine Werbung für Berlin sein. Also der Herr Kieker, der ja im Film auch zu sehen ist von Visit Berlin, also Tourismus-Marketing-Manager, der sagt ja, vielleicht waren ja diese Aufkleber Berlin Hates You auch von Visit Berlin als Werbeaktion, denn so funktioniert es ja auch. Also selbst diese Sache führt dazu, dass Berlin noch irgendwie so diesen rauen, coolen Ruf dann ausbauen kann, den es ja hat und der viele Leute auch anzieht. Moment, die Aufkleber kamen von Visit Berlin? Ich denke nicht, aber er hat damit kokettiert Idee. Okay. Also niemand weiß ja, von wem sie kommen. Und er hat kokettiert, das ist auch in diversen Medien nachzulesen. Okay, nicht, dass wir jetzt die Anrufe erledigen. Also, was habt ihr da hier erzählt über Visit Berlin? Wir haben versucht, denjenigen, von dem diese Aufkleber stammen, auch zu einem Interview zu kriegen. Ich weiß, woher sie, aus welcher Richtung sie kommen, aber der wollte nicht. Der wollte nicht. Leider nicht. Also das wäre sehr schön gewesen. Und ich habe ganz viel so versucht. Es gibt ja auch Leute, die Graffitis an Wände schreiben und es gibt so Schablonen, Nummer, Rollkoffer. Und natürlich, ich habe versucht, diese Leute vor die Kamera zu bekommen. Okay. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, wir halten fest, Berlin ist eine wunderschöne Stadt, in die es sich zu wohnen lohnt und in die es sich auch lohnt, als Besucher zu kommen. Aber
ich denke mal, von der Berliner Senatsseite muss da noch einiges getan werden, damit das harmonischer abläuft. Genau. Und jetzt würde ich gerne noch sagen, also bitte, also es gibt zwei Vorführungen jetzt während des Festivals. Genau. Würde mich sehr freuen, wenn da viele kommen. Und wer das da nicht schafft oder nicht mehr reinkommt, weil es schon voll ist, der Film läuft dann ab Ende Mai in den Kinos in Berlin. Sehr gut. Ich würde mich auf euch freuen. Sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen, Nana Rehporn und Alfred Exner. Herzlichen Dank. Danke sehr. Ja, und wir schalten jetzt zu den Kollegen in die Kinos. Filmabend.